Moin, meine Freunde, schlechten Geschmacks. Wir sind wieder bei der Kampagne. Wir sind jetzt bei Windschwerter. Die letzte Aufnahme ist ungefähr eine halbe Stunde. Naja, 40, fast 15 Minuten her. Wir haben da, soweit ich jetzt weiß, noch eine zu erledigen. Also eine halt mit dem schönen Deck, was wir haben. Wir müssen das jetzt noch 5 Mal machen. Alles. Okay, Schar verließ das Schlachtfeld mit Zorn und... Oh, ich habe jetzt auch Zorn. Jetzt muss mal kurz das Fenster zumachen. Diese Behinderten draußen sind mir viel zu laut. Das ist auch natürlich schlecht, wenn man inmitten von Behinderten wohnt. Oh, mein Handy blinkt schon wieder, aber ich war weise genug, den Sound runterzudrehen. Schar verließ das Schlachtfeld mit Zorn im Blick und dem Versprechen von Vergeltung. Befehlshaber Keran rief uns zusammen, um seiner Sorge Ausdruck zu verleihen. Die Region sei von mehr als nur simplen Banditen geplagt. Wir müssen von unserem Auftraggeber zurückkehren und Bericht erstatten. Nee, wir müssen zu unserem Auftraggeber zurückkehren und Bericht erstatten. Okay. Hauptmann Gern war sicher, dass die Kräfte des Chaos der Grund für Schars Wahnsinn seien. Was sie machte, okay. Seine Vermutung erwies sich als richtig, als wir schon am nächsten Tag auf einen Dämonenfürsten stießen, der seinen Legionen zwischen Befehle zubrüllte. Es war sinnlos, ihn nach den Motiven seiner Anwesenheit in dieser Gegend zu fragen. Wir konnten nichts mehr tun, als seinen materiellen Körper zu zerstören und ihn wieder in die Höllen Shigus zu verbannen. Okay. Los geht's. Garon benutzt eine raffinierte Taktik. Er wird versuchen, eurem Helden mit Saal der Martern Schaden zuzufügen. Okay, und zwar oft. Sorgt dafür, dass ihr spielen könnt, was er verlangt. An Kreaturen hat er viel mit Rundumschlag und Flächenbrand. Bedenkt das mit Ausspielen eurer Kreaturen. Dann solltet ihr zurechtkommen. Nein, nicht Flächenbrand, bitte nicht. Dämonenplage. Boah, das wird jetzt bestimmt übel. Übel, übel, übel. Ganz übel. Wollen wir das haben? Das ist eigentlich für den Anfang viel zu krass. Ja, da haben wir irgendwas zumindest. Ja, gib uns Macht. Gib uns Macht. Gib uns Freude. Zieh deine Karte. Alles klar. Behinderte, naja, immerhin ziehen wir die jetzt nicht in dieser Runde. Zieh 3 Karten und wenden. Unsere Schicksalskarten, ne? Müssen wir eigentlich auch ein paar rausholen, aber ich glaube, wir müssen so viele haben. Was war das jetzt? Bis zur nächsten Runde wählt aus Kreatur oder Zauber oder Schicksal. Wenn euer Gegner in seiner Runde keine Karten dieser Sorte spielt, werden seinem Helden am Ende der Geräte schon 3 Chancen. Was? Kreatur oder Zauberer oder Schicksal? Kreatur ist das. Gut. Haben hier Immun gegen Vergeltung 1, 2, 1. Immun gegen Vergeltung 2, 2. Ja, spielen wir auf jeden Fall die, oder? So. Habe ich ja. Was? Das war doch. Was? Das war doch. Spielen Kreatur oder Zauberer oder Schicksal. Ja. Wenn ein Gegner. Ach so. Ah, okay, in seiner Runde keine Karten dieser Sorte spielt. Werden sie. Ach, der hat das ausgewählt und ich habe das irgendwie nicht gesehen, was ich spielen musste. Okay, okay, alles klar, alles klar. Jetzt hier gehen wir nochmal ein bisschen davon. Die andere möchte ich ja noch behalten. Das ist kein Flieger, ne? Nee. Überall angriffen. Nein, kann jeder gefallen. Wegen Vergeltung. Ach du meine Güte. Ja, dann was war das hier? Was war das? Wählt eine Feinkreatur aus. Einer der ausgewählten Feinkreatur wird Schaden in Höhe des Angriffs der ersten Kreatur zugefügt. Okay, das ist cool. Weil wir machen das jetzt erstmal anders. So, hier jetzt erstmal ein bisschen defensive. Oh nein! Oh, egal. Egal, egal, egal.
Den machen wir dahin. Mit dem. Das bringt ja sowieso nichts, wenn er überall angreifen kann, kann ich das auch schön verteilen. Ja, hier hat das eigentlich keinen Effekt oder so. Ist hier eine Karte? Ne, Tatsache. Was ist das hier? Was ist das? Autsch. Kann ich doppelt angreifen? Okay. Ich kann einfach die Kreatur nur halten, wenn sie keine Feindkreatur in ihrer Reihe. Okay, das ist gut. Ist das Immun gegen Feld- oder Umschlag? Gaben sie außerdem die mit der benachbarten Feindkreatur in der Linie da. Das zählt als Angriff. Okay, also hier, Linie. Ist ja die Reihe. Was ist das hier? Gegen Vergeltung oder Umschlag? Benachbarte Feindkreatur. Alter, was soll denn das alles? Das hier, allen Kreaturen wird ein Schaden zugefügt. Okay, du kannst schon mal dahin gehen und du hast dem auf die Fresse. Jetzt kann er hinter den Reihengreifer. Ihr habt jetzt zwei Ressourcen. Ja, das versuche ich jetzt erstmal als Experiment. Ich habe jetzt vier, deshalb braucht einer. Ja, also plus 1 dann. Die ich machen kann und das dann steigern kann. Ich noch ein bisschen mehr Damage gemacht. Oh nein, nee, so ein Dude. Autsch. Autsch, 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 autsch. Okay, das braucht wie viel Magie? 4, nein. Wie viel? 2? 3? Nein! Für deine Kreatur ein Schadens. 2. Stärker dann 1. Na, wie mache ich das jetzt? Das ist auf jeden Fall so. In der hinteren Reihe angreift. Flieger, habe ich irgendwelche Flieger? Dämone, Hund, Schütze, Dämone, gar kein Flieger, nee, warum auch, ne? Rundumschlag, ja, alles in der Reihe, schon klar. Will ich den 3 auf 15 runter, will ich den ja auch direkt bashen. Muss ich eine Ressource bezahlen und das kostet 5, fuck, dann hätte ich jetzt, ah, miese Brise. Ja, mach ich das so. Und mit dem muss dann irgendwie ein bisschen Schaden blocken. Deine Truppen sind kampfbereit. Schon klar. Ah, da muss ich. Na, muss jetzt. Aufhören. Ich glaube, der wird mir richtig auf die Nase geben. Ach du Kacke. Wie kann es sein, dass seine Kräfte so billig sind, alle? Spatz. Batz. Batz. Alter, ey, ohne Spaß, was soll denn das? Anhalt immer, wenn ihr ein Schicksal spielt, zahlt ihr eine Ressource. Wenn ihr nicht bezahlen könnt, wird eurem Held einen Schaden zugefügt. Was? 3 Magie, was habe ich jetzt? Habe ich jetzt nicht diesen Blitz? Nein, der braucht 4. 3 Ressourcen, 5. Ah, 8 brauche ich dann. Fuck. Wählt eine Feindkreatur aus. Eine anderen ausgewählten Feindkreatur werden Schaden in Höhe des. Okay. 3 haben auch alle nicht mehr als 3 Leben. Okay, dann mache ich das nächste Runde. Tue ich das hier hin und tag das wenigstens noch was. So. Ich habe jetzt verloren, oder? 1, 2, 3, 4, 8. Wenn er diese Karte ausspielt, dann bin ich am Arsch. Boah. Heftiger Du, dafür, dass wir den letzten so hart verprügelt haben. Heftig. Jetzt habe ich 4, jetzt kann ich das hier machen, ne? Wählt einen Platz ohne Kreatur und auf dem Schlachtfeld aus allen Nachbarn werden 3 Schaden zugefügt. Das muss ich auf jeden Fall machen, das mache ich auch hier hin.
Batz, batz, batz. Wo ist hier mit dem magischen Schild? Er hattet aktuellen Kanal gespielt werden, wenn diese Runde noch keine Karte mit Namen. Ich kann das alles nicht mehr blocken. Es tut mir leid, aber ist halt einfach so. Ich kann jetzt noch die Scheiße hier vernichten. Ja, ist verloren. Der macht halt hier immer mit seiner Scheißkarte da. Ach, 19! Verdammt! Miese Brise. Was mache ich denn jetzt? Ja, miese Brise, haben verloren. Bis zum nächsten Mal. Moin moin Freunde schlechten Geschmacks, ein weiterer Versuch gegen die Dämonenplage. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal das Deck wechseln, aber wir machen jetzt einfach mit dem Motherfucker-Deck durch. Wir müssen halt uns nicht so hart aufs Maul geben lassen. Möchten wir dieses... Alter, ist das eine epische Hand. Ohne Spaß. Aber nein. Wir brauchen einfach... nein. Flieger in die Survival. Ah, dann müsste der schon wieder als erstes dran, ist ja behindert. Das hier, ja, zwei Ressourcen. Nee, das verschwende ich jetzt nicht schon wieder. Hier schon wieder sowas, oder? Doch. Ach, Kreatur, ach, das wird dann immer gehighlightet, okay. Ah, sorry, krieg ich schon wieder 3 Schaden. Kann ich aber nicht spielen. Oh, ich bin so behindert. Ich hätte doch, oder gab es das hier überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ach, egal. So. I've been for real. Boah, jetzt habe ich einen Ohrwurm. I've been for real. Ah, diese überall angreifenden Kreaturen, ne? Geht einem so auf den Sack. Was ist das hier? Wählt aus, zerstört die ausgewählte verbündete Kreatur und die ausgewählte Feindkreatur oder zerstört die ausgewählte verbündete Kreatur und nimmt eine ausgewählte Kreaturkarte von eurem Friedhof und spielt sie kostenlos aus. Oh, das müssen wir uns bewahren, aber da brauchen wir 4 Schicksale für. Runde die ausgewählte verbündete Kreatur erhält +2 nach dem Spiel von... Nehmt eine Karte aus der Hand und legt sie auf eure Bibliothek. Hüttermann-Hütte, Opferalter für Kreatur aus, wählt eine andere ausgeschrieben. Wählt eine verbündete Kreatur aus, fügt einer anderen ausgewählten Kreatur Schaden in Höhe der verbliebenen der verbündeten Kreatur aus und Lebenspunkte der verbündeten Kreatur aus und zerstört die verbündete Kreatur. Ressourcen. Verzauber, das können wir theoretisch machen. Ich bin das jetzt hier anmachen. Ich kann diese Reihe verzaubern. Ist auch gegen alle, oder? Kämpfer oder Flieger. Hier haben wir Kreatur, Schütze, Dämon und was? Schütze, Kämpfer. Wie soll das ein Schütze sein? Ohne Spaß, spastischhafte Typen, ey. Könnte das nicht auch überall angreifen? War das nicht so einer? Zentaurbogen, nee, das war Zentaurmarodeur, oder? Nun gegen Vergeltung, egal, du kannst das auch wegmachen. Jetzt muss sie sich erstmal ein bisschen verteidigen.
wie mich das nervt, ne? Hat eigentlich keine Worte für. Magiekämpfer. Kapulose Kartoffeln, nicht magische Köln. Okay. Kannst auch überall angreifen, oder? Für allen mit der Kartoffel 3 Schanzen. Was? Ach du Kacke. Jetzt geben wir ein bisschen mehr Magie. Immun gegen Vergeltung. Ich muss das hier irgendwie tanken. Kein Plan, wie das gehen soll, wenn die überall angreifen können. Wird eine verbundene Kreatur, ja, Lebenspunkte. In der Runde, bis zum Ende der Runde, plus 2 Angriff. Kann nur die angreifen, ne? Ist mal wieder typisch. Zwing dich jetzt in die Verteidigung, du Motherfucker, ey. Was? Ach, das ist ja Magie. Oh, ich bin so ein Mongo, ohne Spaß. Das ist normal, dass ich heute so Bock auf Fleisch habe, ohne Spaß. Ja, der fickt mich gerade hart in Anus. Kann man nicht anders sagen. Weil ich auch noch die behinderten Garten ziehe. Alle Kreaturen werden einen Schaden zugefügt. Gegen Vergeltung. Ich hoffe jetzt eigentlich auf so eine Sturmkarte oder sowas, dann werden die schon einigermaßen gefickt. Einfach so hier ein Feuersturm. Was? Direkt 2 weg, das ist ja auch noch dann irgendwie, keine Ahnung. Ist auch so eine ausgewählte verbündete Kreatur enthält. Nach dem Spiel von Bischang, nehme meine Karte aus der Hand und legt sie auf eure Bibliothek. Plus 2 Angriff. Ne, ist auch jemand anders, wenn ich das wirklich brauchen kann. So, hier. Was? Was ist denn das jetzt? Urkrag-Vollstrecker, was? Haben wir jetzt schon wieder verloren? Warte, hier sind 3, 7, 11, 12. Das ist geil. Tut mir leid, ich komme auf keinen grünen Zweig. Zu Ende der Runde alle 5 Kreaturen erhalten, plus 1. Vom Spielen voll Blut, ich werde eurem Helden zur Schatzung. Ja, klar, das brauche ich jetzt. Schaden zugefügt. Ja, dann habe ich ja gar keine Kreatur mehr. Jetzt hier eine Karte. Schneller Angriff, Sturmangriff. Ist er immun gegen Vergeltung? Nein. Also kann ich den jetzt da hinspielen. Der greift jetzt hier was an und stirbt direkt. Geil. Ah, ich kann auch einfach nichts anderes machen ohne Spaß. So behindert. Ja, jetzt macht das. Ich mache währenddessen das Fenster zu. Ihr Behinderten, ey. Jetzt übertreibt er aber komplett. Ich komme mal wieder zurück. Minus 1. Nein! Kein Bock. Egal. Wie mache ich das denn? Oh. Ah. Machen wir einfach nochmal, oder? Ja. Wir machen das einfach jedes Mal, wenn wir so ein Ding machen, einfach mit 1. Also wir tun das alles in einer Folge. Okay. Machen wir einfach.
Machen wir jetzt mal Motherfucker-Deck. Ne, wir brauchen einfach viel mehr Monster ohne Spaß. So. Haut da rein. Oh, ich wollte eigentlich noch Knoppers essen. Aber wir haben ja gar nicht gewonnen, deswegen kann ich gar keinen Knoppers essen. Ich bin über mein Kabel geholt. Ja, das behalten wir. Oh, zwei Fliegeviecher direkt auf der Hand. Schon mal nice, schon mal nice. Kann man nicht anders sagen. So, er ist dran. I've been for real. Beim Chaos-Schinder. Ach du Kacke. Flächenbrand 3. Wenn Chaos-Schinder in Eurone stirbt, muss der Gegner ein zufällig ausgewähltes Karte anwerfen. Wenn Chaos-Schinder in eurer Runde stirbt, muss der Gegner eine zufällig ausgewählte Karte anwerfen. Okay. Fickt eine Karte mit ausgewählten Kartonmodellen. Okay, mit dem Chaos-Schinder. Das mit dem Flächenbrand ist natürlich übel, ne? Vor allem, der hat noch nicht mal 3 Angriffe und man macht dann so viel Schaden. Heftig. Warte, nein, nein, nein. Ich will eigentlich so schnell wie möglich an meine Fliegeviecher. Aber man muss das halt hier hin machen. So, das tankt jetzt erstmal eine Runde. Greift dann selbst an. Ist natürlich immun gegen Vergeltung, weil ich ein Babbo bin. Genau, eine Position 1. Schauen Sie mir. Okay, eine Giftmarkierung gibt es dann auch noch. Ist ja geil. Dann verzaubert Kreatur Dorf nach dem Verzauber. Werden hier 2 Schaden zugefügt. 2 Magie wäre natürlich geil. Aber ich mache jetzt auch 2 Magie. Was soll ich machen? Schicksal. Ach du Kacke, ne. Keine Chance. Hat jetzt eine Giftmarkierung? Ist das Jugendgift? Ja. Oder? Genau, die müssen das echt mal erklären, ohne Spaß. Ich glaube, das haben die auch vor 1000 Jahren mal, aber naja. Gift. Gift ist geil. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja, verdient, ey, ohne Spaß. Was will jetzt schon wieder? Schicksal? Kann ich mal hart am Arsch. Die Karte hat dann hier eine neue. Was habe ich nur, wenn Natur ab und Schaden wird sie zerstört? Nee, ich muss jetzt. Oder was? Das hier, der ausgewählte Kreatur werden und allen drei Kreaturen werden 3 Schaden zugefügt. Ich glaube, ich gehe auf Magie. Die steht sowieso. Wie braucht die? 3. Ich muss dann wohl die Schaden, den Schaden in Kauf nehmen, ohne Spaß. Der und allen Benachbarten. Nee, ich mach dann. Wird zerstört. Ich spiele eine Schicksalskarte aus. Oder? Die Karte hat dann hier eine neue. Was ist das hier? Alle von den Kreaturen werden 3 Schaden zugefügt. Das ist geil. Die glitzernde behalte ich. Ich habe eigentlich gute Karten, aber ich muss ja halt alle nur noch ausspielen können. Oh, die ist auch nice. Runde beenden. So, ist jetzt weg. Ey, schon wieder. Weil er diesmal Schicksal schon wieder. Allen Kreaturen wird 1 Schaden zugefügt. Kostet das 4. Am dicken, dicken Arsch, ey. Macht. Fraktion 1. Hat der überall Angriff? Ne, Flächenbrand hat er.
Der hat überall Angriff. Und so spiele ich den hier hin. 5 Leben, 2 und 2. Also können die den nicht direkt ficken, das ist schon mal gut. Ach, das wäre vollkommen unnötig gewesen, weil der sowieso nicht den Held angreifen kann, solange eine Kreatur auf dem Feld ist. Alter, wie will ich mich diesen scheiß Karten ficken, ne? Ohne Spaß, wie viel hat er denn davon? Nice. Der muss jetzt sogar, ich weiß, auch eine Karte ablegen, oder? Oh. Fliegeviech. Fliegeviech. Das ist Magier, Flieger, okay. Schütze, also tue ich das auf jeden Fall in die erste Reihe. Das ist dann gegen den. Das ist dann gegen den und du chillst dann noch deine Basis. Au! Wieso? Ach, er hat direkt angegriffen, oder wie? Was willst du denn? Schicksal! Schon wieder? Hier, das mit dem kann ich hier gehen, das kostet 5 aber. Eine Angriffe werden zerstört. Alter, was will der mal mit seinem verfickten Schicksal? Das kostet 6. Warum kann ich das jetzt noch spielen? Immun gegen Vergeltung. Kann ich gar nicht spielen, dann muss ich das hier spielen. Das hier. Fällt aus, hier eine Karte oder wenn weniger verbündete Kreaturen als Feindkreaturen auf dem Schlachtfeld sind, nehmen eine ausgewählte Kreaturkarte von eurem Friedhof die Hand. Was habe ich denn auf dem Friedhof? Ja, nur die beiden. Dann tue ich die hier hin. Das ist auch noch was. Und dich dahin. Schicksal habe ich auch gespielt. So, wurde beenden. Was? Warum schon wieder minus 3? Ohne Spaß! Oh meine Güte, mein verficktes Handy, ne? Gib mir so auf den Geist. Was willst du denn von mir? Eine Kreatur? Wird aus Kreatur oder? Zauber oder Schicksal. Wenn eure Gegner in seiner Runde keine Karte dieser Sorte spielen, werden seinem Helden am Ende der Gitterrunde 3 Schaden zufügen. Doch Kreatur gespielt, ohne Spaß. So, nächste Runde bist du auf jeden Fall fällig. Zehn Karte, ja, dürft diese Runde keine Karte spielen? Nein. Diese von euch in dieser Runde ganz die Kreatur erhält plus 1 Angriff. 3 Ressourcen, 3, das wären 7. Zauberkultur da opfern, wird die Zauberkultur geschlossen zugeführt, wird sie zerstört. Alle Zauber werden zerstört. Und will er von mir Schicksal, ne? Ne, Kreatur, ja, okay, das konnte ich ja sonst nicht. Sowieso nicht. Okay, das machen wir so. Was machen wir da? Das Immun gegen Vergeltung? Nein! Fuck this shit! Egal, wir machen es trotzdem. Ja, ich hab verloren. Falls ihr es nicht wusstet.
Oder? Nein. Vier. Bei fertigen Kartonen werden 3 Schaden zugefügt. Bei Verbindungen werden 3 geheilt. Ja. Einfach weil die Hurensöhne seid. Zieht eine oder wenn ein Kartonator einen Feinkarton auf dem Schlachtfeld sind. Nein, ausgehört. Ich spiele jetzt wieder eine Karte hier. Was ist das? Verzauberte Reihe mit zur nächsten Reihe. Runde. Die Kämpfer und Schützen in dieser verzauberten Reihe halten kann. Halten kann nicht angreifen. Die Kämpfer. Ja, versuch's einfach, oder? Ja, baut's. Runde beenden. Wird das jetzt passen? Wird das passen? Wird das passen? Wird das passen? Der will mich doch echt verarschen, oder? Den Schaden zugefügt. Plus 1. Spaß. Jetzt hier eine Karte. Sektion 2. Ja, jetzt kommen diese geile, ne? Aber. Bitte. Können die eigentlich drin. Alter, was will mein Handy denn von mir? Meine Fresse. So, das kommt jetzt dahin. Das kommt dahin. Einen Schaden zugefügt. Nehme ich das, nehme eine Kreatur vom Friedhof. Die kann ich jetzt auch nehmen und die kann ich dann ausspielen und die tue ich dann hier hin. Biatches! So. So nicht anders. So, mit dir kann ich dann noch angreifen. Ach, das habe ich nicht berechnet. Ach, fuck. Ja, pff, keine Chance. Weiter. So unfassbar. Spiel. Auf der Hand behalten. Nein. Das Knoppers ruft. Das Knoppers ruft. So. Packe die jetzt schon mal aus. Nein, das knistert zu sehr, glaube ich. Alter, was will der denn? Er will, dass ich einen Zauber spiele. Alter, als ob ich jetzt schon genug Magiepunkte habe für Zauber. Will mich doch echt flachsen, oder? Drei Immunipunkte, Infektion 1. Da kann ich jetzt am Arsch, da krieg ich jetzt direkt einen reingewählt. Feigen 2, nicht so der geile Tausch, aber naja. Während ihr da guckt, lutsche ich jetzt an meinem Knoppers. Was geht mit dir? Willst du einen Zauber immer noch? Hab ich nicht. Du Fotze. So, die spiele ich da an, wegen seinem komischen Flächeneffekt. So. 3 Schaden gegen 3 Schaden und das nächste Mal wird es dann, weiß nicht, 5 gegen 3 sein und dann holen wir das langsam auf. Ja, nicht so eine Hure. Dann wird sie zerstört. Ja, das hätte ich eigentlich jetzt mal vorbereiten können. Ja, jetzt habe ich gerade keine mit 5. Das kann ich am. Ich kann ja 5 machen, wenn ich eine ziehe. Ah, ist jetzt gerade nicht vonnöten.
Nehmt eine Karte aus eurer Hand und legt sie auf eure Bibliothek. Zerstört die ausgewählte Kreatur, die 2 Ressourcen oder weniger kostet. 2 kostet 4. Schade, schade, schade. Ist von euch in dieser Runde ausgespielt Kreatur plus 1 Angriff? Das ist 3 Ressourcen, aber. Das ist ja natürlich blöd, ne? Aber was willst du machen? Dahin, du greifst das an, wegen der Infektion und so, immun gegen Wertung, Rundumschlag, immer wenn diese Kreatur angreift, greifen sie außer dann benachbarte Feinkreatur auf der Linie an. Ach, mit wie viel denn? Mit 2? Ja, dann bist du auch direkt weg, oder wie? Musst du angreifen und du musst auch angreifen. Du hast auch Infektion, ne? Genau. Runde beenden. Nicht noch so eine, ohne Spaß. So, 3 Magie. Ja, dann mache ich das auf der da oben. Kann ich noch Kreaturen ausspielen? Infektion 1. Dann mache ich das da, damit er mich hier nicht direkt angreift. So, 2 Immun gegen Vergeltung, ne? Natürlich. So, du stirbst jetzt direkt, du greifst direkt an. Oh. Ja, hast du euch gesagt? Ich habe es prophezeit. Kann man nicht anders sagen, dass das prophezeit hat. Was ist du denn für ein Velociraptor? Autsch. Was hat mir hier nochmal? Alle Kreaturen werden einen Schaden zugefügt. Dann hat er da 3 Leben, könnte ich den direkt wegmachen. Das wird dann auch direkt in der nächsten Runde sterben. Ja, das wird sich eigentlich schon fast lohnen. 4 Ressourcen. Dann kann ich den hier spielen. Okay. Immun gegen Vergeltung und Infektion. So. Na, du stirbst jetzt und dich mach dann auch weg. Echt easy peasy, oder? Bitte. Was, ja? Nein, und frag dich mehr an. Nicht genutzt, wollt ihr ihr das mit tun? Ihr. Die es jetzt tun. Ja, boah, hatte ich mich verwirrt, die Frage. Ich will noch einen Magiepunkt auf 4, ist immer gut. Und jetzt mache ich Schicksal. Von den Bänden. Nein, nicht so eine Karte. Das ist jetzt von mir Zauber. Boah, Zauber ist natürlich assi, ne? Das Equipmarkierung nicht? Zauber habe ich jetzt nicht so das Problem damit. Sie haben gegen Verräter Rundumschlag. Flächenbrand. Ich kann das hier da drauf machen. Was ist das hier? Eine Kreatur? Nein. Das mache ich dahin. Hat das Infektion? Nein, Immun gegen Vergeltung. 2 Angriffe, das wird dann direkt weg. Das mache ich dann hier hin. Dann mache ich mit dem das weg. Kann ich direkt hiermit noch mehr Schaden machen. Kann hiermit eigentlich mein Schicksal erhöhen, macht dann damit das, das hat dann vergiften. Ist dann direkt nach der Runde tot und wir sind noch gut im Game. Bad aus. Jetzt kommen hier die richtigen Pro-Plays.
Und wir haben sogar keinen Schaden bekommen, weil wir anscheinend das richtige Mal gespielt haben. Nächstes, der Verzauberung Kreatur gezogen oder angegriffen hat, werden ja 2 Schaden zugefügt. Okay, wenn ich jetzt plus 1 mache, dann habe ich hier 3, dann 2, dann sind das 5, dann passt das. Hier auch. Und hier sowieso. Dann mache ich das mal. Was kann ich noch machen? Nehmt eine Karte aus eurer Hand und legt sie auf eure Bibliothek. Zerstört die ausgewählte Kreatur, die 2 Ressourcen oder weniger kosten. Kostet die 2? Oh. Ich kann die sogar direkt wegmachen. Wie viel kostet die? 4? Oh, das ist natürlich nice dann. Das kostet 2 Ressourcen. Ich kann auf jeden Fall noch eine spielen. Der Spieler zieht eine Karte. Oh. Doch der Verzauberer ist ein zukunftsfähig. Zu Beginn der Runde des Lenkers, der Verzauberer Kreatur, wird ihr einen Schaden zugefügt. Okay, das ist auch geil. Ich kann immer noch so ein Ding spielen. Nein, oh nein, ich wollte die doch kaputt machen. Fuck. Egal, egal, egal. Kann ich jetzt auch so machen. Immun gegen Vergeltung und Infektion 1. So. Ja, diesmal läuft das doch. Nein! Was der für Dinge rausholt, ohne Spaß. 7, Alter, was will der denn mit 7? Rundumschlag, Berserkerwut zu Beginn einer Aktionsphase ihres Lenkers greift diese Kreatur automatisch die erste zusätzliche Feindkreatur in ihrer Reihe an. Oh. Ich kann das eigentlich mal damit verzaubern. Ich glaube, das mache ich auch. Mal 4 Schicksal. Warum das? Friedhof, warum geht das nicht? Doch alles. Plus 1 Angriff. Wäre eigentlich wieder ziemlich geil. Mache ich auch, ja. Damit verzauber ich das. Kostet das 2? Ja, das kostet 2, ist ja geil. Warte, was muss ich machen? Nehmt eine Karte aus eurer Hand und legt sie auf eure Bibliothek. Ja, wenn ich die sowieso nicht spielen kann. Kann nur gespielt werden, ihr nach dem Spielen der Karten weniger Karten als der Gegner hat. Wir legen das weg. Machen den dann. Und dann mit den auf den. Und noch mit den auf den. Wird dann vergiften und noch das Ding. Mit den auf den, mit den auf den, mit den auf den. Und machen dann auch den hier hin. Okay, okay, 3 Stück noch. Und er hat keine Mods auf dem Feld und ich habe 5. Die gar nicht mal so schlecht sind eigentlich. Die haben eine schöne Infektion und alles Mögliche. Nee, oder? Ist doch nicht sein Ernst. Okay, ich habe jetzt gewonnen. Chillig. Was willst du denn? Vielleicht kann ich das noch. Kreatur. Kreatur Schütze. Okay, kann ich noch machen. In der fliegende Karte und drauf noch einen Friedhof in die Hand. Ja, nehme ich die. Durch die noch dahin. Durch das noch. Dahin. Kann ich hier noch? Jetzt hier eine Karte. Was habe ich hier noch? Oh! Ich habe die auch. Ganz vergessen. Ja, immun gegen Vergeltung. Kann ich das noch wegmachen? So. Und Radouts. Easy peasy. Leistung verbracht, Windschwerter. Alle Glashen. Alle Glashen. Ja, jetzt habe ich alles einmal durch, ne? Wisses Duell, Dämonenplage.
Geschah verliert das Jahr. Das haben wir schon durchgelesen. Okay, jetzt müssen wir zurück zur Kampagne. Jetzt haben wir hier einen Stern. Die aufsteigende Lehre. Oh, Rätsel können wir jetzt auch schon machen. 1 von 5. Jede dieser Herausforderungen scheint hoffnungslos, aber sie sind längst nicht entschieden. Ein Rätsel haben eine logische Lösung. Mhm. Das machen wir irgendwann anders. Jetzt machen wir erstmal aufsteigende Lehre. Viel Spaß beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut wieder ein. Comment, rate, appreciate. Bis dann.